Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute über das Thema Mönchspfeffer. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch schon. Es geht um hormonelles Ungleichgewicht, das Mönchspfeffer sozusagen wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Und ich möchte ganz gerne erstmal sagen, was Mönchspfeffer eigentlich ist, zu welcher Familie Mönchspfeffer gehört und woher der Name kommt, was es lateinisch heißt. Also ich fange einfach mal an bei dem lateinischen Namen. Und zwar heißt Mönchspfeffer Vitex Agnus Castus. Und Agnus Castus heißt das keusche Lamm. Und Mönchspfeffer heißt umgangssprachlich anders auch noch Keuschlammfrüchte, also Keuschlammfrüchte, wenn man es schnell ausspricht. Und es sind so dunkelrote bis schwarze Früchte, die sehr, sehr nach Pfeffer schmecken, also so ein bisschen leicht scharf. Und daher kommt der Name Mönchspfeffer. Und Mönchs kommt daher, dass das früher Mönche in Klostern sozusagen genascht haben, die keusch bleiben wollten, einfach um die sexuelle Lust sozusagen einzudämmen. Das ist aber auch nur sozusagen ein Gerücht, um mal diesen Namen herzuleiten, beziehungsweise so wurde das natürlich überliefert. Mönchspfeffer gehört zu der Familie der Lippenblütler und die Einsatzgebiete sind ganz, ganz vielseitig. Also ich zähle jetzt mal ein paar auf. Ganz vorne steht natürlich einfach bei Regelbeschwerden, also bei unregelmäßigem Zyklus, bei vermehrter Blutung oder bei, auch wenn die Blutung ausbleibt, dann bei Kinderwunsch, da komme ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen, dann beim PCO-Syndrom, auch beim prämenstruellen Syndrom, also beim PMS mit depressiver Verstimmung beispielsweise, findet es ganz, ganz guten Anklang oder auch generell einfach bei Wechseljahrsbeschwerden, einfach alles, was mit dem hormonellen Ungleichgewicht bzw. Gleichgewicht zu tun hat. Ich möchte gerne im Vorhinein noch sagen, bevor ich die ganze Wirkungsweise und so weiter erkläre, dass Mönchspfeffer wirklich wissenschaftlich anerkannt ist zur Behandlung von unregelmäßigen Zyklen beispielsweise. Um auf das Hormongleichgewicht einfach mal einzugehen, also das hormonelle Gleichgewicht hat ja ganz, ganz wichtige Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf den Kreislauf, einfach auf die Fruchtbarkeit bzw. auch auf die Unfruchtbarkeit von Frauen, auch auf das Stressempfinden und die damit verbundene Libido. Mönchspfeffer hat ja sozusagen die Möglichkeit, hormonell auszugleichen, also egal, ob man jetzt beispielsweise zu viel blutet oder ob die Regel ausbleibt. Da habe ich mich dann gefragt, vielleicht handelt es sich ja bei Mönchspfeffer oder bei den Keuschlammfrüchten einfach um ein Adaptogen, das noch nicht irgendwie anerkannt wurde oder auch noch nicht erforscht wurde. Aber es hat ja diese ausgleichende Wirkung. Also es ist jetzt nicht einfach nur senkend für also zu viel Östrogen oder Östrogendominanz sozusagen, dass man den Spiegel wieder runterbringt, sondern egal in welche Richtung es ausschlägt, ist es ja sozusagen, also es pendelt einfach ein. Das habe ich mich da einfach gefragt. Das wäre mal so eine Frage, die ich auch an euch geben könnte, wenn ihr euch mit Adaptogenen auskennt, ob das vielleicht ein Adaptogen sein könnte oder warum es keins ist oder warum es kein Adaptogen einfach sein könnte. Generell enthalten diese schwarzen bzw. dunkelroten Früchte ganz viele Triglyceride und auch ätherische Öle und auch noch einige Dinge mehr. Und verwendet werden natürlich auch nur getrocknete Früchte. Aber jetzt einfach mal das an einem Beispiel zu erklären. Also, es ist ja so, dass Frauen vor oder während ihrem Zyklus oft an Schmerzen an den Brüsten leiden. Also wenn sie sehr, sehr spannen, wie einfach das Spannungsgefühl da ist und es dadurch einfach zieht. Und es ist dann zurückzuführen auf einen erhöhten Prolaktinwert. Deswegen sage ich gleich dazu, ist Mönchspfeffer für schwangere Frauen oder für stillende Frauen überhaupt gar nicht geeignet, weil es so ist, dass dieser Mönchspfeffer den Prolaktinwert sozusagen wieder eindämmt. Das heißt, es nimmt quasi die Beschwerden, also die Regelschmerzen und die begleitenden Schmerzen, wie beispielsweise Brustspannen, und senkt es ein. Und für stillende oder schwangere Frauen wäre das natürlich kontraproduktiv, weil die Milchdrüsen ja angeregt sein sollen, um das Kind dann zu stillen schlussendlich. Und um es noch genauer zu erklären, Mönchspfeffer dockt sozusagen an Nervenenden an, die quasi zur Folge haben, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und diese Ausschüttung von Dopamin beschränkt wiederum die Ausschüttung von diesem Prolaktin. Also schlussfolgernd wird einfach diese Ausschüttung von Prolaktin gehemmt und dann kommt es eben dazu, dass man nicht mehr schmerzende Brüste hat und dass die Hormone einfach wieder mehr ins Gleichgewicht gebracht werden. Und um es nochmal auf einer anderen Ebene zu erklären, also die Samenkapseln von dem Mönchspfeffer enthalten ganz, ganz viele Stoffe, wie ich schon gesagt habe, unter anderem auch ätherische Öle, die eben in der Hirnanhangsdrüse wirken, und das ist ja die Hypophyse. Und die Hypophyse ist dazu da, quasi das hormonelle Gleichgewicht zu erhalten. Und auf diesem Wege kann das dann wirken. Aber um jetzt nochmal auf diesen Kinderwunsch einzugehen, ich habe ja gerade das Beispiel genannt mit diesem Prolaktin, wenn man einfach schmerzhafte oder spannende Brüste hat. Und es ist dann so, wenn man zu viel Prolaktin hat,
als Frau, als fruchtbare Frau, kann es sein, dass durch diesen zu hohen Prolaktinwert sozusagen der Eisprung ausbleibt. Das heißt, die Frau kann gar nicht schwanger werden in diesem Zyklus. Das heißt, sie ist unfruchtbar. Insofern ist es auch bei Kinderwunsch ein ganz beliebtes Präparat. Ich persönlich, ich habe das eben deswegen auch jetzt hier bei uns im Urlaub dabei, nehme den Mönchspfeffer als in Kapselform. Das sind, glaube ich, 8 oder 10 Milligramm. 10 Milligramm pro Kapsel. Ich nehme ihn aufgrund unregelmäßigen Zyklus und Regelbeschwerden. Und ich habe also schon vor 3, 4 Jahren damit angefangen, den zu nehmen und habe ganz lange mir in der Apotheke immer von Agnucaston das Präparat geholt. Das ist mir aber dann irgendwann zu teuer geworden. Und dann habe ich mir eben von Kurkraft das online bestellt. Also Kurkraft Naturals heißt es. Und da sind eben 180 Kapseln drin und die halten wirklich 180 Tage, weil ich nehme pro Tag eben nur eine. Also ein hormonelles Gleichgewicht ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Auch für das Stressempfinden. Eben das Stresslevel ist ja auch durch Hormone bedingt. Cortisol ist ja auch ein Hormon, also das Stresshormon. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch auf die Nebenwirkungen eingehen. Also eigentlich ist Mönchspfeffer generell relativ gut verträglich. Es ist aber so, dass manche einfach auf den Stoff, auf das Produkt, also auf die Pflanze an sich allergisch reagieren können und dadurch kommt es dann zu Hautreizungen oder einfach zu Juckreiz. Auch noch eine aufgelistete Nebenwirkung ist einfach leichte Kopfschmerzen beispielsweise. Oder dass man eben dadurch, dass sich der hormonelle Zyklus bzw. einfach das ganze Hormonsystem wieder einpendelt, dass man vorübergehend einfach Spannungsgefühle in der Brust beispielsweise hat. Es ist auch so, also bei mir hat es 2, 3 Zyklen gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass sich überhaupt was verändert. Wenn ihr es ausprobiert, dann sollten es schon so 2, 3 Monate sein, um diesem Mönchspfeffer eine Chance zu geben. Und ansonsten freue ich mich auf euer Feedback, ob jemand vielleicht sogar schon Mönchspfeffer nimmt. Vielleicht hat sich auch ein Kinderwunsch schon erfüllt bei dem einen oder anderen oder Regelbeschwerden sind natürlich besser geworden. Auch ganz beliebt ist es, wer zu Zysten neigt. Also das bin ja auch ich. Ich habe ja auch schon immer Unterleibsbeschwerden, auch mit Zysten und allem drum und dran. Auch für Frauen mit Endometriose ist es ganz gut geeignet, die einen unregelmäßigen Zyklus haben und dadurch durch Zysten geplagt sind. Also macht euch einfach nochmal schlau außerhalb von diesem Video. Und ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten und sage dann tschüss und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.